Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Tobi und ich. That was the worst. Let's do it. Proper. Tobi und ich angeln wieder die Xander Pro und wir sind hier beim Training. Und wenn man sich die Trailerrampe anguckt, die Leute, die Firstcast verfolgen, kennen diese Trailerrampe. Da ist es super schwer reinzukommen. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Das Problem ist der Winkel. Das ist die erste Challenge, die wir haben. Und wenn wir die gemeistert haben, dann müssen wir ein paar Zander fangen. Wir haben aber noch einen ganz besonderen Gast dabei, der nämlich bei einem Charity-Event ein Angeln mit uns ersteigert hat. Und den versuchen wir heute zu seinem Zander-BB zu bringen. So, that's our task for today. We need a challenge. Yeah. If he is able to get his Zander-BB, we have to swim. Oh no, how much is it? No, he has to swim. And if we don't be able to get him his Zander-BB, we have to swim. Oh, that's a good challenge. It's 86. Oh, it's not easy. It's not easy. We have to think about it 5 minutes, but I think that's a good challenge and we do that. You can do it if you want, Dustin. Wow! It's gonna be tight, and as you can see here, everyone, a lot of other anglers or boat people have scratched this one. So we'll see. It's gonna be interesting with the Dustin's new boat if it works or not. Don't hit me. Yeah, turn! Jetzt wird's eng, der knickt, da ist das Problem. Wait. I think you will hit. It's like 5 centimeters. Oh, this can't be closer. What the fuck, it works. No, now you're hitting it. It works. Fuck, that was, it can't be. Does even. It work? You can't believe how close it was, Dustin. That's good, eh? Schon echt Sorge gehabt. We made it, we managed. The only thing missing now is a big Zander. Der Bootsschlüssel ist nicht da, wo er eigentlich immer ist. Have you lost the key, Dustin? Yes. You're very unprofessional. It's not a joke, my friend. Is it not in the car? Check in the front. Have it? No. No? No. Yeah, maybe. I think so. Yeah. You want to build some tension, right? Yes, exactly. Fucker. You too. I think you left it there on purpose. And then I don't know where the key is. So, und da ist der Special Guest, von dem ich geredet habe. Sören! Ja. Schön, dass du dabei bist. Ey, wir haben über 2 Jahre gebraucht, um das hinzukriegen. Corona, Terminstress. Ja, stimmt. Aber du hast für, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das war ein Charity. Genau. Kinderhospiz Osnabrück. Ja, genau. Ja. Und ja, deswegen gehen wir heute angeln. Viele gute Sache. Wir versuchen, absolut. Unser Ziel ist es, dein PB zu knacken. 86. Das wird nicht leicht. Natürlich ein 86er Zander auf Ansage. Aber die sind hier drin. Es ist möglich. Und ich habe Bock. Du siehst, ich habe hier alles abgeklebt, alle Lichter. Weil, wenn du nachts angelst und du hast die Lichter im Gesicht, erstens beim Fahren siehst du weniger. Und zweitens, stört halt einfach. Du kannst dich dann nicht auf die Dunkelheit einlassen. Deswegen ist vorne auch alles abgeklebt, beim E-Motor alles abgeklebt. Echolote nachher auf niedrigster Stufe. Mal gucken. So, let's go to the first spot. It's way colder than yesterday, I have the feeling. Yes. Hast du deine eigenen Köder? Willst du was von uns fischen? Ja, ich denke mal, wenn ich den fange, muss ich den auch mit einem Nace Bait fangen, oder? Auf jeden Fall. Ich mach dir einen fertig, ja? So, Sören. Letzte Xander Pro, schon online, 92. Das fängst du jetzt bitte auch. Ich gebe mein Bestes. Predator. 8 Inch, 20 Zentimeter. Kennt ihr alle? Absolute Waffe. Bist du fertig? Jo.
Du weißt, also wie man hier angelt und so, das weißt du, ne? Dann braucht man dir nicht erklären. Ja. Ich denke mal an der Strömungskante so leicht. Ja, muss nicht. Oder stehen die schon jetzt flacher? Die stehen auch manchmal flacher. Also Strömungskante geht natürlich immer. Aber ich versuche schon immer eigentlich da so in den Kessel so reinzuwerfen oder an die Spitze da. Ja, mal gucken. Ich glaube, für diese Uhrzeit ist mein Köder noch ein bisschen groß. Aber mal gucken. Wir wollen ja große Fische fangen. So ist es. So, nächster Spot. Der erste Spot war nix. Wir haben dem Sören so viel versprochen und es gab noch nicht mal einen Biss. Ja, aber wie gesagt, nicht die richtige Zeit. Auch nicht der richtige, also noch nicht der Hot-Hot-Spot. Aber Tobi, right Tobi? We know that. It's really, it has to be dark. Yeah, maybe we can catch some smaller ones now when it's like in the evening. But when it's getting dark, it's most likely to catch a big one. So, hier gibt's große Zander. Hier hat man sehr große. Am besten du gehst nach hinten, um den Zander zu fangen und wirfst da. Siehst du die Buhne? Mhm. Da, genau, da hatte Tobi seinen. Du musst immer gucken, wo Tobi als erstes schnell hinrennt, da sind die Fische. Alles klar. Wirf da einfach hin. First spot, and this is where the good time starts, I think. Now it's getting quite dark and I can smell some sander in the air. But not on the rod. They will come. So, ich nehme jetzt mal einen anderen Köder hier, weil hier ist viel Strömung, mit dem ich schneller runterkomme. Den Split, das war jetzt hier ein sehr bauchiger Köder, liebe ich auf Zander. Welche, die im Wasser viel Wasser verdrängen. Aber jetzt nehme ich einen anderen, der ein bisschen mehr Aktion macht. Den jigge ich ganz hart an vom Boden. Der geht schneller runter, das ist in der Strömung oft ganz gut. An dem Spot hat Tobi mit dem Köder sein PB gefangen. Ich im Dunkeln stehe ja immer auf dunkle Farben. Das ist ein 10.02 Motoröl UV-aktiv. Wenn man ihn so anjiegt, dann schnalzt er so schön durchs Wasser. Liebe ich. 8 Inch, 20 Zentimeter. Geht bestimmt, hoffentlich. Ja. It's a bream. Ja. Oh, no, a catfish maybe. It's catfish or no, it's something really big. If it's a zander, it's a meter zander. But I think it's something that's in the side or what is it? It was so. Ja, der Fisch ist hier. Cool, Petri. Danke. Ist doch ein schöner erster Fisch hier. Den würde ich in der Sender Pro schon nehmen. Also 75 hat der bestimmt. Vielleicht ein bisschen mehr, 78. Gucken wir mal. Ah nee, der ist gar nicht so lang. 72. Ja, aber ein schöner Anfang. Die Zander sind da und der darf schwimmen. Den brauche ich auch nicht. Sören soll den fangen. Noch eine Nummer größer. Schau. Und? Cool. Der hing hier unten, aber der ist auf jeden Fall raufgegangen. Der hat unseren neuen Split genommen. 8 Inch. Viele Leute denken ja immer, ah, den nehmen wir zum Pelagen oder zum Vertikalangeln. Kann man alles machen, aber ich werfe die wirklich am liebsten. Also No Action Sheds werfen war früher mal so 2005 bis 2010 war das mal voll Mode. Haben alle Leute gemacht, aber irgendwie ist das verloren gegangen. Sollte man öfter machen, bringt auf jeden Fall Fisch. Jungs, next. Ja, wir angeln jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, wenn nicht ein bisschen mehr und ist zäh.
Ich sehe mich heute schon baden gehen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wir angeln genau bis 0 Uhr, weil dann würde unsere Competition-Zeit auch enden. Aber ich glaube, wir erwischen schon noch ein Beißfenster gleich. Oh! Ja, du hast einen nice Strike, ja. Oh. No. Ah, der hat den voll wegge... 8-Inch-Köder. That was a strike. War das ein Biss, Leute? Ah. Da braucht man gar keinen Angst-Drilling. Der hängt aber leider so blöd draußen. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir den jetzt nicht reinhaue, wenn der schlägt. So. Guckt euch das an. Der Fisch ist gar nicht so groß, ne? Was hat er? 65? 60? Aber unser 8-Inch-Köder, ich hab's gesagt, gejiggt. Das liebe ich. War komplett weg. Der Split. Der Zander. Bitte beiß das nächste Mal bei Sören. Der darf wieder schwimmen. Ciao. Der wollte weg. Petri, das denn? Danke. Ja, jetzt geht doch schon mal ein bisschen was. Tja, was soll ich sagen? Dustin macht die Sache schon sehr, sehr gut. Aber ich bleibe dran. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich jig die No-Action-Shirts hier richtig aggressiv, dass sie schön hochschießen und schön so nach oben taumeln quasi. Ich lasse sie nicht so nah am Grund, weil in der Nacht stehen die Zander schon, habe ich jedenfalls das Gefühl, ein bisschen mehr nach oben gerichtet. Das heißt, man kann größere Sprünge machen. Und No-Action-Shirt würde ich halt immer richtig Aktion geben, damit er halt trotz seiner geringen Eigenaktion ein bisschen was Schönes macht. Also hin und her flitscht quasi. Und habt ihr gesehen, das hat jetzt zweimal gut geklappt. Mit einem Paddletail habe ich bis jetzt noch nichts gefangen. Könnte der Schlüssel sein. Manchmal ist es wirklich auf jeden Fall überlegen. Das heißt, wenn ihr ein Zandergewässer habt, wo ihr nicht so gut fangt, probiert das da auch mal aus. I also got a bite. It was quite hard. I'm not sure if it was a really big one or not, but it did like this with the lure. I really wanted to see if it was a big one or not, because here there's a lot of big fish and you really don't want to miss anyone, because that could really be a dream fish. But I missed it, so nothing to do about it right now. Just re-rig this lure and then I'm off to do another cast. Ja, neuer Spot. Der dürfte euch auch schon bekannt sein. Hier haben wir mal so eine richtige Medusa gefangen. Sagt man dazu eigentlich Medusa, Flo? Einen richtig hässlichen Hecht, aber er war 1,20 Meter groß. Und wir haben ja auch große Hechte, Zander schon gefangen. Becky hat jemand 80er gefangen. Ich habe gerade auf dem Plotter gesehen, 85 war der größte hier. Oh! Biss gehabt? Ja. Oh nein, den musst du kriegen. Ich will heute nicht baden gehen. Fisch! Ah! Ja, doch. Na, jetzt. Faulhooked. Ja, something faulhooked. Wow, wow. Oder ist jetzt der Hecht, der 1,20 Meter? Der hässliche, der stand immer noch hier. Jetzt kommt er, leucht mal. Das ist ein nice Sander. Also der wollte auf jeden Fall zum Köder, ist hier gehakt. Ich denke, ja, ein End-70er. Ja. Hast du einen Biss? Ja, ich glaube schon. Aber ich bin immer zu langsam. Ups. Ich glaube, das ist der größte für heute. Der ist nicht so dick, aber ich glaube, der hat 80. Das ist ein langer Fisch. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Biss gehabt? Ja. Ah, nee, der hat keine 80. Na, wohl. Hör vorne mal. Nee, hat er nicht. Für 76.
76. Wow. Doch nicht schlecht. Wie viel Kraft der hatte, ne? Der hängt hier. Hier hängt der. Der wollte den Köder haben, hat ihn verfehlt. Aber ein bisschen Action kommt jetzt schon auf. Nur die großen Fische fehlen. Also versteht mich nicht falsch, das ist natürlich ein großer Fisch. Aber ihr wisst, wir angeln die Xander Pro. Und wer die verfolgt und die Ergebnisse kennt, der weiß, dass man mit einem 76er Fisch nicht so weit kommt. Aber egal, also jetzt zum Spaß angeln hier, macht das auf jeden Fall Laune. So, der Köder scheint heute Nacht gut Aktion zu bringen. Split, 80. Liegt bis jetzt vorne mit den Fischen, die er gefangen hat. Auch wenn der jetzt nicht ganz regulär gehakt war, hatte der Fisch auf jeden Fall Interesse. Was wichtig ist, habt ihr gesehen, wie kräftig das die Fische im Fluss sind, ne? Und gerade im Turnier oder auch so, wenn man einen großen Fisch hat, den will man ja auch fangen. Ich angel deswegen die Nace One bis 70 Gramm. Die hat richtig Bums, richtig Rückgrat. Da kriegst du bei so großen Fischen auch bei den harten Mäulern den Anhieb durch. Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt geht's weiter. Und jetzt muss Sören. Ja! Ich wollte gerade sagen, und jetzt muss Sören fangen. PB. Ich sag's dir, es ist PB. Lass mich durch, bitte. Ich muss. Ja, das ist aber kein Puzzle, glaube ich. Cash an. Der wird noch groß. Und ab. Ab? Ja, ab. Ja, kommt noch mal. Aber schöner Biss jedenfalls. Last cast, then we go to the next. Ja, so richtig gut läuft's nicht, muss man sagen. Ich sehe mich schon in die kalten Fluten springen. Und Tobi auch. Fisch. Thank you. Petri. Thanks. I saw them hunting on the surface. Ich habe die am Ufer, am Oberfläche Raum sehen, habe meinen Gummi reingeschmissen, habe gerade gesagt, ich brauche eigentlich einen Wobbler. Und habe einfach nur eingeholt, den Predator. Und habe jetzt hier wieder so einen Mit-70er, vielleicht sogar 80er Zander erwischt. Wunderschöner Fisch. Der ist lang, der ist nicht so fett, aber der ist lang. Und guck mal hier rein, wie der den großen Köder weggenagelt hat. Keine Angst vor großen Ködern. Da ist er, Predator, 20 cm. Und das ist doch ein Mit-70er Zander. 73,5. Gar nicht so lang. Aber ein wunderschöner Fisch. Guckt euch den an. Toll. Der darf wieder schwimmen. Zweite 70er heute. Oder dritte 70er, glaube ich. Dritte, oder? Also ist okay. So, mein Guter. Das Wasser ist wärmer als draußen. Man stellt die Stacheln schon auf. Der ist sauer. Wird uns gleich schön nass spritzen. Weg ist er. Ja, der Fisch bringt bei mir nur nicht so viel. Ich hätte lieber, dass Sören den jetzt mal fängt. Er hatte auch schon zwei dran. Die sind leider alle ausgestiegen. Aber die Story war ganz lustig. Ich habe da am Ufer welche Raupen sehen. Habe so richtig gedacht, ey, ich sehe den Kamm. Habe ich da meinen großen Predator hingeworfen. Eingeleiert, Fisch drauf gehabt, verloren. Nächster Wurf, noch ein Fisch drauf gehabt und der hing dann richtig. Und das ist echt bemerkenswert. Vielleicht muss man Wobbler fischen oder nicht am Grund, weil wir haben jetzt echt lange nichts gefangen und dann in kurzer Zeit direkt zwei Bisse bekommen. So, Sören, komm mal zu dir. Kann ja nicht angehen. Wo bist du? Links oder rechts? Musst dich entscheiden für eine Seite? Rechts. Wir müssen einen großen Zander jetzt fangen. Beziehungsweise nicht wir, du. Und weißt du, was da hinten kommt? Ein Boot. Richtig. Ein Schiff. Du glaubst ja daran, ne? Ja, ein bisschen. Aber die Theorie, das ist, wenn das Schiff vorbei ist und die Sedimente aufgewirbelt sind. Ja, passiert ja jetzt gleich. Ja. Man muss konzentriert sein. Ja, bin ich. Definitiv. Also, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter hier. Du, uns ins Wasser zu schicken. Nimmst du nicht auf die leichte Schulter. Fuck! Good bite? Yes, really good. Oh no. But you know when you're not like ready, when you're just casting and don't think about when you cast, yeah. And yeah. And you're not like prepared if they should bite. I was prepared and everything. I was ready. Born already? I was born already. And then I missed it. So, Sören hat gerade gesagt, er folgt meiner Intuition. Das
ein richtig geiler Zanderköder. Mit so einem Twisterschwanz, ne? Ja, auch für Zander Twisterschwanz. Richtig gut. Venom, 20 cm. Dickes Ding. Aber ich sag euch eins. Der Sören fischt gerade einen Curly Tail. Wenn ich mein Geld auf einen Köder setzen müsste, der jetzt den nächsten Fisch fängt, wäre es auf jeden Fall der Curly Tail. Ist großer, ne? Großer? Ah, nee, leider nicht. Kein PB. Ich muss schwimmen. Noch schwimmen gehen. Aber oh, Fisch, ey! Fisch. Oh, er ist wieder erleichtert. Und ich hab gerade gesagt, wenn ich mein Geld wegsetzen müsste, dann wäre es der Köder. Der ist aber ein schöner. Ein richtig schöner Fisch. Oh. Yes! Endlich entschneidert. Oh. Hängt richtig vorne so. Okay, wunderbar. Da ist er. Immer eine Waffe. So, halt ihn mal hier rauf. 87. Nee. Ein schöner 60er Küchenzander. Ja, 60er Küchenzander. Willst du ihn mitnehmen? Würde ich normalerweise. Konntest du? Aber wir fahren morgen ja weg und ich habe keine Kühlmöglichkeit. Ja, das ist blöd. Ich freue mich trotzdem, dass wir noch einen erwischt haben. Ich freue mich auch. 60er Fisch ist ein schöner Fisch. Ja. Geil. Kann man nicht sagen. Riecht nach Zander. Okay. Dann lass ihn frei und jetzt ist der Bann gebrochen. Jetzt fangen wir erstmal einen größeren. So. Puh. Gut, Fisch. Oh. Nett. That's a really heavy fish. It's just strong, but I know that's the first alien today. Look how strong they are. Well done. Oh, it's 80. Ganz schön fett. Ein wunderschöner Fisch. Wirklich ein tolles Exemplar. Tolles Exemplar klingt auch super. Ja, ein wundertolles Exemplar. Ein Prachtstück. Ein Prachtstück. Warte, hol noch an. 74,5. Boah, der Einschlag von dem Fisch, ey, und wie massiv die sind. Die sind auch so wunderschön gefärbt hier, so hell. Der war richtig geil, der Drill auch. Da kommt da der Gute. Und weg ist er. Oh, yes. Toby, what are you doing? Why are you not catching any fish? I'm waiting for the big ones. I'm not going for the small ones. I'm gonna catch a 90 centimeter or nothing. That's my goal today. And right now it seems like I will not catch anything. But who knows, we have quite some time left. Maybe like 1 hour. You know what's the shitty thing? We're always talking about it. We really have to go to swim today, Toby. Ja, langsam wird's knapp, ey. Wir haben gesagt, wir angeln bis 0 Uhr, weil da wäre auch die Wettkampfzeit vorbei. 1 Stunde 10 Minuten noch. Aber ich sag's, am nächsten Spot haut er den 87er Zander raus und dann gehen nicht wir Bahn, sondern geht er Bahn. So sieht's nämlich aus. Ne, Sören? Ja, ja. Aber ist schon sehr bequem, mit dem Boot so von Bune zu Bune zu fahren. Man überlegt so als Uferangler, stimmt, ne? Wie beschwerlich das ist, da immer rumzukraxeln nachts. Ja, ja. Über die blöden Steine und so. Ja. So, letzter Spot, letzte Chance für Sören, sein PB zu fangen. Ich hoffe wirklich, dass er das macht. Los geht's. Don't catch the 90 in the training again, please. Oh, it's nice. It's a 70. Maybe. Thank you, Dustin. You're welcome. Thank you.
Oh my god. It's not 90 centimeters like I said, I wanted one, but. At 75? Yeah. Look at this. Super cool sander. I think it's, I would say it's 78 if I would guess. Okay, say 75. Oh, you don't think it's longer? Ah, no, it was not that long. I thought it was longer. 73 centimeter. Still a very good sander, but not enough for Sander Pro, but still. Nothing to compete with. No, but it's so beautiful. Sören! Ja, ich bin noch da. Wir brauchen einen. Ich habe auch noch nicht aufgegeben. Nee, es kommt auch noch. Ich sag's dir. What's the depth? 4 meters. Now it's your turn. Yeah, that's a good one. Oh yeah. That's a huge. Monster, komm, komm rüber. Komm rüber. Ah, Alter, ich kriege ihn nicht rein. Yes! Yes! Das ist dein PW? Echt? Was ist das für ein Ding, Alter? Alter! Massive. Ist das ein Monster? Ist das ein Monster? Ja, bis zum Ende hast du es ja aufgehoben. 5 Minuten vor Schluss. I guess. 88. Ich weiß, wer heute schwimmen geht. Oh, yeah. Nein, du musst nicht. Du kannst selbst entscheiden. Ja, ich... Nein, du musst nicht. Ey, was für ein geiler Fisch. 88 Zentimeter. Das ist der neue PB. Es hat sich gelohnt. Komm, den lassen wir zurück. Der verdient es, wieder zu schwimmen. Danke, Dustin. Du hast Wort gehalten. Ja. Und deine Intuition. Der war's. Super geil. Super geil. Ich bin mega happy. Ich auch. Willst du direkt hier baden gehen? Oder? Nein, mein Spaß. Es ist so arschkalt geworden. Deswegen kann ich verstehen, wenn er nicht baden geht. Ich bin einfach nur mega happy, dass wir es geschafft haben. Oder dass du es geschafft hast, deinen Großzander zu fangen. Ich würde sagen, das war auch ein perfekter Abschluss für diese Folge. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke dir nochmal. Ich danke dir. Ciao.